Hallo Freunde und willkommen zurück zu Blackguards, wo wir im Gefängnis von Neta sind, denn wir wollen mit der Prophetin sprechen. Und ich wage zu behaupten, wir werden hier nochmal abgefangen. Okay, nein, kurz davor. Kann jemand das Schloss aufbrechen? Welches Schloss? Wartet mal. Als ich hier eingesperrt war, habe ich gesehen, wie der Hauptmann etwas in die Tür eingesetzt hat. Eine Sonnenscheibe aus Messing. Na toll. Das heißt, wir müssen erstmal diese Sonnenscheibe holen. Das heißt, ab in Zellen. Sind da wieder welche eingesperrt, die ich für mich nutzen kann? Oder? Nee, diesmal nicht. Was seid ihr denn für Viecher? Ihr seid ja eklig. Spinnen. Also ich bin ja kein Biologe, ne? Aber ich kenne keine Spinne, die so aussieht. Na gut. Die können ja scheinbar nicht viel. Wobei die haben. Die treffen relativ gut. Und sind nicht gerade anfällig für Magie. Das gefällt mir nicht. Zumal er eine magische Waffe hat. Und ihr kennt das Problem. Schön. Wie gesagt, glücklicherweise halten die nicht so viel aus. So. Ausmachen. Vielen Dank. Die kommen schön ran. Das ist nett. Zauberern. Wie viel Schaden würdest du denn machen? Achso. 17 oder 15er? Die 15 natürlich. 15 hast du für 15 Schaden, ist nicht gut. Ich sehe gerade, das sind sogar Stufe 2 und die anderen sind Stufe 1. Okay, die haben aber genau die gleichen Buffs. Okay. Ich bin vergiftet. Vielen Dank. Okay, die haben also Giftattacken. Unhöflich. Was ist das für ein Gift? Stufe 3 Gift. Das ist ein ziemlich nerviges Gift, weil das ziemlich viele Debuffs gibt. Schaden können die auch noch. Unhöflich. So, ich würde vorschlagen, mit ziemlich hoher Heilung wäre sinnvoll. Stufe 2 sollte aber reichen. Gift! Ich bin vergiftet. Das ist auf jeden Fall ordentlicher Schaden. So, das Gift setzt ja auch gleich schon wieder aus. Mal ein bisschen heilen. Gift! Haben wir jetzt einen Plan? Diese Prophetin ist Niams Schwester. Wir können sie nicht einfach erschlagen. Sie war Niams Schwester. Jetzt ist sie eine Hülle des namenlosen Flüsterns. Alles, was sie einmal war, ist ausgelöscht. Ich fürchte, wir haben keine Wahl, Naurim. Außerdem ist Niam leider auch tot. Also... Arachne. Wer hätte das gedacht? Dass wir Gift von Spinnen kriegen. So, wir müssen in die Folterkammer. So, wer will versuchen, uns hier aufzuhalten? Noch mehr Spinnen, oder... Nee, Skelette. Hatten wir auch schon länger nicht mehr. Das könnte nützlich sein. Ich vermute mal, weil, sind wir ehrlich, es handelt sich hier um Skelette. Die,
Stichschaden. Die Stichschaden nützt uns gerade nichts. Stumpfer Schaden schon eher. Gleiches gilt übrigens. Wobei, du machst auch magischen Schaden. Das hilft. Wir haben keinen Nekromanten. Also ich sehe zumindest keinen Nekromanten. Das sollte heißen, dass wir nicht aufstehen können. Feuerfrei. Oh. Der hatte nur noch ein Leben. Das war vielleicht ein bisschen Overkill. Auch nur ein bisschen. Ganz kleines bisschen so. So, du piekst den. Ich weiß, sie hätte theoretisch auch Dinge zahlen können. Zoberan, aber die wachsen sogar jetzt beide in den Nahkampf. Das ist natürlich sehr gut. Stütze ich bitte mal dahin. Warte es einfach. Zoberan, du hältst dich einfach nochmal. Wobei, nee, brauchen wir nicht. Wir werden uns nächste Runde nach dem Kampf ausruhen. Also lieber feuerfrei. So, aus die Kiste noch. Aus das Skelett. Leider nicht kaputt, okay. Können die. So viel steht fest. Das muss man denen lassen. Ach komm. Dankeschön. Meintest du diese Sonnenscheibe? Das ist sie. Okay. Es war einfacher als gedacht. Roglimas letztes Schwert. Okay. Ein großer Lederschild. Den brauchen wir nicht, aber das Schwert möchte ich mir mal kurz angucken. Beziehungsweise so da. So, Waffen. Da. Wow, 6 bis 11. Das hat halt nichts. Das kann halt auch nichts. Okay. Vielleicht ist es besser als das Langschwert. Nein, auch nicht. Klar, von den Werten her, aber es macht halt... Es macht halt nur gleichen Schaden. Okay. Dann so. Ich stelle sie mal kurz auf den Bogen um. Boah, soweit okay. Gucken wir mal eben in den Charakter. Mit dem Schwert könnte ich natürlich den Klingensturm auch auslösen. Intuition brauche ich. Ich brauche mir aber ein paar mehr AP. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit einiges auf die Talente gesetzt. Das werde ich auch noch ein bisschen weiterziehen. So, da ich keine Lust auf Wunden habe.
So, du kannst... Flammenstrahl weiter steigern. Dann sind wir nämlich bald endlich mal da, auf Stufe 4 zumindest. Clarum Purum... Ja, es gibt halt nachher den Heilbuff für ein paar Runden. Finde ich aber jetzt nicht so wichtig. Das wäre halt ganz cool, wenn ich das auf einem Magier hätte, aber... So, was möchte ich bei dir denn steigern? Eigentlich alles noch. Tierkunde wäre vielleicht mal sinnvoll auf der nächsthöheren Stufe, weil wir hatten ja gerade schon bei Stufe 2 Spinnen noch nicht was mehr angezeigt, wer wie viel Leben hat. So, bei dir natürlich auch erstmal Zauber gucken. So, Speicherung. So, jetzt kommen wir da wieder in den Kampf. Na klar. Warten da wieder Spinnen oder diesmal, nee, diesmal ein paar von den Deppen. Ich hätte ja gerne, dass Zauberer ziemlich früh dran ist, aber nein. Das ist nicht cool, der konnte sich heilen und hat verdammt wenig Schaden gefressen. Das sind nur zwei drei Bogenschützen, okay doch. Wir warten. So, du kannst mal gucken. Das ist freie Schussbahn. Ich habe übrigens vollkommen vergessen, dass ich meine Pfeile vergiftet habe. So, Zauberan, du stellst dich mal bitte dahin. Feuer. So, ich würde gerne versuchen, den Kerl da schon zu töten. Da werde ich auch gleich nochmal einen Feuerball hinsetzen. Yeah, hört immer auf der Karte zu nerven. Und mein Zauberer. Das ist nämlich nicht nett. So. Natürlich. Na gut, dann Feuer halt mal auf den. Dass der vergiftet war. Wer ist der Nächste? So, der Karte. Geh den mal pieksen. Vielen Dank. Den mal im Nahkampf finden.
glaube nicht, dass sie ihn abschießen. Ja, doch, sie kann ihn abschießen. Sehr gut. Dann hältst du mal noch die Karte. Meine. Auch das ist eigentlich eine Verschwendung. Du sollst auf den Kerl zaubern. Triffst du den? Nein. Okay. Dann. Dann mischt. So, ups. Sorry. Ah, sehr gut. Proviant, genau den wollte ich haben. Perfekt. So. Einmal nochmal schnell ausruhen. Weil das könnte jetzt ein härterer Kampf werden. Das Spiel wurde automatisch gespeichert, alles gut. Sehr schön. Hallo. Ihr habt euch verirrt. Ich glaube nicht. Der Aufstand duldet keinen Aufschub. Schließt euch an oder sterbt. Wölfe. Ja gut. Das ist jetzt an sich sehe ich jetzt hier noch nicht das Problem. Klar, die Wölfe halten ein bisschen was aus, aber. Ich bastel mir mal ein bisschen Deckung. Stell mich hier hin. Dass die Gegner kommen. Ja, dass sie einen Zauberstab hat, war zu erwarten. Dass sie zaubert. Schade. Du wartest auch einfach mal, dass die Wölfe mal ein bisschen kommen. Okay, die Wölfe kommen sehr weit. Das habe ich unterschätzt. Aber... trotzdem keinen Grund zur Sorge. So, Zoberan. Was hältst du von Schaden? Holy shit, haben die eine Magieresistenz? Hätte ich vielleicht auch mal nachgucken können, dass die irgendwie fast alles resistieren. Alter, magischer Schadenresistenz 90%. What the fuck? Okay, Takate wird dann dementsprechend kaum Schaden machen. Demnach, Adalasse. So, unser Zwerg macht natürlich auch Feuerschaden. Das ist halt scheiße. Ausweichen können die auch noch für die Weltmeister. Aber zumindest schlägt Adalasa gut zu. Auf meine Leute einzufinden. Auch mein Mage. Wie ich? Nicht nett. So. Du haut den mal bitte auf den Kopf. Wow. Alter. Ich sehe, was das gefährlich an dieser Mission ist. Holy shit, tun die Wölfe weh. Und Intelligenz sind hier auch noch. Das wird ja immer schlimmer. Ja gut. Hat das Ding nicht? Es ignoriert magische Resistenzen. Nein. Ihr habt nur eine Wahl zu treffen. Schließt euch dem großen Aufstand an oder geht darin unter? Ja, ich weiß, dass das meine beiden einzigen Optionen sind und sie gefallen mir beide nicht, möchte ich nur anmerken. Ja, Adalasa macht Schaden. Das ist der große Trost. Leute ein. Vielleicht einfach mal heilen.
Schaden, den wir hier anrichten. Karte. Der Schaden macht. Dieser Attack hat eigentlich so einen riesen Damage Range. Das kann ich nicht. Vielleicht können wir aber sie zumindest umwerfen. Sehr gut. Ja, das sollten wir. Traurig, aber unser Zauberer wird halt zum Heilbot. Ich würde aber sagen, okay, es hat auf jeden Fall gut was an der Initiative. Ich bin ja froh, dass die zwei da hinten sich darauf beschränken, die Kisten bei ihrer Herrscherin da zu zerlegen. Bin ich sehr froh darüber. Dankeschön. Ich würde sagen, wir machen dann hier Schluss und werden uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir Niams Schwester angehen. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Ciao, Freunde.